FFP2-Maske her? Wie schaffen wir es, genügend Abstand voneinander zu halten? Wann endlich werde ich die Impfzulassung bekommen? Was muss ich an Quarantäne jetzt schon tun, um am 24. mit meinen Liebsten zusammen verantwortbar Weihnachten feiern zu können? Wie viele machen sich gedanklich nicht zuletzt auch auf die ökonomischen Folgen des Lockdowns bereit, um die drohenden Arbeitsplatzverluste und die zu erwartenden Insolvenzen im neuen Jahr? Und dann kommt ihr von der Kirche mit der Aufforderung, jauchzet, frohlockert,
bereite dich, Zion, den Schönsten, den Liebsten, bald bei dir zu sehen. Habt ihr uns in dieser Notzeit, die uns Menschen in Angst und Verzweiflung stürzt, nichts Besseres zu sagen? Nein, wir haben nichts Besseres zu sagen, weil wir nichts Besseres zu sagen haben. Für manche mag dies wie eine Kapitulation vor der Realität klingen, wie das Eingeständnis von tiefer Resignation. Dabei ist es genau das Gegenteil davon. Wir haben nichts Besseres zu sagen, weil es das Beste ist, was es in diesem Moment zu sagen gibt. Und nicht nur in diesem Moment, sondern in aller Zeit. Ich kann euch verstehen, wenn ihr jetzt ein Stück weit verständnislos mich anblickt. Lasst es mich erklären. Seit Menschheitsgedenken gab es immer wieder Zeiten der Not und der Verzweiflung. Zeiten, in denen die Pest oder andere Epidemien, in denen Hungersnöte, Umweltkatastrophen und Kriege Unmengen von Menschen dahinrafften. Das ist einfach ein unausweichlicher Teil unserer menschlichen, ja sogar der gesamten Schöpfung innewohnenden Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit lässt sich nicht verschleiern. Sie lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Und sie lässt sich auch nicht verdrängen. Wir müssen viel mehr lernen, mit ihr zu leben. Die Frage ist nur, wer oder was hilft uns mit dieser uns immer wieder ganz tief nach unten ziehenden und aus der Bahn werfenden Wirklichkeit zu leben? Wer hilft uns, an ihr nicht zu zerbrechen? Ja, sogar sie im besten Fall ein Stück weit zu gestalten. In der Bibel finden wir eine Fülle von Berichten darüber, wie es Menschen gelungen ist, in diesen Zeiten von Not und Verzweiflung nicht zu resignieren, sondern ganz bewusst zu leben und sie sogar zu gestalten, mit Hilfe ihres Glaubens. Des Glaubens an Gott. Und vor allem an seinen liebevollen Beistand, gerade in solchen Momenten. Und das selbst auch dann, wenn sie dies beileibe nicht verdient hatten. Jauchzet frohlockend. Bereite dich, Zion, den Schönsten und Liebsten bald bei dir zu sehen. Miteinander bereiten wir uns jetzt in Zeiten von Corona auf das Weihnachtsfest vor, an dem wir uns Jahr für Jahr daran erinnern, dass mit Jesus der Schönste und Liebste, vielleicht würden wir heute eher formulieren, das Schönste und Liebste für uns zur Welt gekommen ist. Und das in dem Sinne, dass Jesus damals gegen alle Widerstände in Wort und Tat bis hin zur letzten Konsequenz, seinem Tod am Kreuz, seine Botschaft verkündigt und gelebt hat. Nämlich diese Botschaft, mit welch großer Liebe und Barmherzigkeit Gott sich unser annimmt. Und das auch und gerade in den Notzeiten unseres Lebens. Ja, indem er ein Stück weit die Zusage Gottes
an uns auch auf sich selbst bezogen hat. Er weidet seine Herde, dem Hirten gleich, und heget seine Lämmer so sanft in seinem Arm. Er nimmt sie mit Erbarmen auf in seinen Schoß und kleidet sie sanft, die in Nöten sind. Kommt her zu ihm, die ihr mühselig seid, mit Traurigkeit beladene, er spendet süßen Trost. Und indem er uns dann dazu aufruft, auch und gerade in Notzeiten unseres Lebens, uns einander liebevoll wahr und ernst zu nehmen und uns einander zuzuwenden, zu unterstützen und zu helfen und so in die Gestaltung unserer manchmal sehr schwierigen Wirklichkeit einzugreifen. Und nun, sagt ehrlich, gibt es dazu wirklich Besseres zu sagen? Thank you.